Tja, wer meine Videos gestern verfolgt hat, gestern Abend noch, da habe ich kurz ein Video gemacht zum DAX und da hat sich schon angebahnt, dass wir hier diese, die ich jetzt hier gerade markiere, ja, diesen Widerstand bei 10,5 im Durchschnitt, sowas 10,5 nicht mehr halten, sondern wir waren ja quasi schon drauf und dran, nach unten auszuscheren und tja, jetzt geht es hier eben in die nächste Zone rein. Ihr habt ja mittlerweile irgendwie auch schon gemerkt, zumindest diejenigen, die meine Videos immer wieder schauen und wenn nicht, dann eben einfach mal meine vorigen DAX-Videos schauen, dass diese Zonen, die ich hier anzeichne, durchaus ihre Berechtigung haben. Und die nächste Zone ist eben hier bei 9000 Punkte. Das heißt, diese 500 Punkte, die gehen auch mal ratzfatz, ja, locker noch diese Woche. Ich sehe momentan, also der DAX befindet sich letztendlich im freien Fall, weil die letzte Widerstandszone war eben hier. Ja, und diese ist also absolut durchbrochen. Jetzt sind wir in dieser nächsten Widerstandszone, die nochmal ein bisschen heftiger ist. Warum? Weil sie eben mehrere Punkte aufweist über einen längeren Zeitraum. Ja, desto mehr ist dieser Widerstand und sehr weit zurückreicht. Ja, also der reicht zurück bis 2012. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Jetzt keine weiteren Kommentare dazu, zu einigen von den ganzen Experten, ja, die wahrscheinlich schon seit 100 Jahren auf der Börse sind und bereits ja, letzte Woche zum Wiedereinstieg aufgerufen haben. Als ja, das Ganze mit diesem Öl eigentlich schon relativ klar war, habe ich ja schon, das war glaube ich am Samstag oder so vor letzten Freitag war das, wo ich noch schnell ein Video im Hotelzimmer gemacht habe und gesagt habe, Leute, das war erst das Vorbeben, das Hauptbeben kommt noch und dann kommen vielleicht noch mehrere Nachbeben und der Tsunami eventuell auch noch. Also das war bevor jeder hochgeschrien hat und gesagt hat, Ölschock, Ölschock, ja, das war erst am Montag. Ich habe dieses Video bereits am Freitag gedreht, also öfter mal einfach bei mir auch vorbeischauen, auch wenn ich hier nur so ein kleiner Poplinger Kanal bin. Ja, ich habe meine Short-Position weiter ausgebaut. Die verdient jetzt ein bisschen. Hier geht es also wirklich nur ganze kleine Beträge. Mir ist lieber, ich habe mein Cash. Ja, und wenn sich das alles mal wieder beruhigt hat, also ganz ehrlich, bevor ich hier jetzt irgendwie mir auch eine große Short-Position aufbaue, weil ich das gefragt worden bin in den Kommentaren. Ja, warum setze ich jetzt nicht 20, 40, 50.000 Euro Short? Und dann liege ich doch wieder falsch und dann komme ich in irgendeine Verzettelung rein und so weiter. Ich habe das alles schon hinter mir, ja. Und wo ich sogar in wirklichen Crashphasen short gegangen bin und trotzdem nicht viel Geld verdient hab, ja, weil einfach das Timing nicht richtig war und all diese kurzfristigen Scheiß, ja, jetzt hätte ich schon wieder ein böses Wort beinahe gesagt. Ja, da kann man sich leicht verzetteln, sagen wir es mal so. Ja. Und deswegen bin ich da eben mit so einem Short-ETF für den DAX, den habe ich jetzt nochmal ausgebaut. Jetzt habe ich ein paar hundert Euro Gewinn gemacht dadurch. Ja, nicht die Rede wert, aber wie ihr seht schon hier, so ein CFD-Trader ist halt wirklich so ein Echtzeit, das sind Echtzeitkurse hier. Das ist einzig, ja, eins von den wenigen guten Dingen hier von diesem. Das ist ja eigentlich ein Forex-Trader und deswegen haben die halt so punktgenaue, also bei Forex, da treten halt viele mit Pips und so weiter. Long story short, das geht mal locker hier noch auf 9000 runter. Wie gesagt, ich habe meine Short-Position verdoppelt, also es verdient jetzt ein paar hundert Euro. Aber wenn jetzt die Börse öffnet, die öffnet ja jetzt gerade eben in 2 Minuten in den USA, wird sich das wahrscheinlich wieder ausgleichen, weil ich habe ja noch ein paar Nasdaq-Aktien und hier mal schauen, naja. Der schmiert ja auch ab ohne Ende. Also das wird plus minus null, wenn ich ein bisschen, wenn ich Glück habe, wird das heute plus minus null rauskommen. Noch ganz kurz zu euch. Wer von euch kennt denn einen guten Short-ETF für Nasdaq und S&P 500? Ich habe da in meiner verdammten Plattform keinen gefunden. Ja, und zwar bei DEGIRO. Es gibt zwar welche, die bei CapTrader finde ich die. Aber bei DEGIRO eben nicht und ich wollte eben da auch ein Hedge machen, dass wenn von euch jemand DEGIRO benutzt, ja, und einen guten Short-ETF hat auf Nasdaq und S&P 500 oder Dow Jones, dann bitte unten in die Kommentare reinhauen, das könnte uns alle weiterhelfen.
Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Ich denke mal, also ich habe es irgendwie mir so ungefähr, geht es halt wahrscheinlich plus minus null raus. Der DAX, wenn der DAX hier diese Widerstandszone, die recht mächtig ist, ja, die geht so runter bis knapp 9000, auch ignorieren sollte. Momentan sieht es danach aus, als ob wir hier irgendwie so eine Art Supercrash gleich kriegen. Dann, ja, dann ist alles möglich, würde ich mal sagen. Tja, was ist denn die nächste Zone? Ja. Die nächste Zone wäre dann 8500, 8000, 8500. Ich zeichne es mal ein für nächste Woche. So, hier. Ja, sowas, ne? So, hier ungefähr. Und dann der absolute Absturz, dann runter bis 7000. Zeichnen wir auch gleich mal ein. So, das machen wir noch ein bisschen höher bis zu diesem wieder, bis zu dem Abpraller hier. Der Abpraller 216, hier der Abpraller 214 ist mit dabei. Hier die Widerstände von 213. Also das könnte man als Widerstandszone benutzen oder ja, akzeptieren. Und dann geht es natürlich runter bis 7000. Also ich schätze mal, also ich, deswegen bin ich auch mit meiner Short-Position so klein geblieben, ja, trotz aller Hektik und Panik. Ich bin kein Dirk Müller, ne? Also der sieht natürlich den Meltdown meistens, der auch passieren kann, also quasi so richtig mal auf 2000 Punkte wieder runter. Also das Verhältnis von der Finanzkrise 2008, wenn wir das jetzt sozusagen projizieren auf den aktuellen Zeitpunkt, damals waren wir, glaube ich, auf 2400 Punkte im DAX, dann wäre das heute, wenn man das projiziert, 3000 Punkte oder irgendwie sowas. Ja, also nochmal ein schönes Stück runter. Ja, man muss ja ganz deutlich sagen, da gibt es aber davor gibt es aber auch noch ein paar andere Widerstände, die ich hier gerade eingezeichnet habe. Ja, also die sind bei 8, 8, 5, bei 7, 7, 5, ja, und dann auch bei 5000 hier logischerweise. Ja, also bei 5000 Punkte. Da gehen wir aber schon rund zurück bis 2008. Ja. 2011 meine ich. Also dieser Crash 2011. Ja. Wenn wir den vielleicht besuchen. Also ihr seht hier oben, das ist live. Ja. Das ist schon Hammer, wie da quasi die Leute gerade reinströmen. Und vielleicht jetzt ein paar Hedgefondsmanager, also mit ihren Millionchen, ja, da mal kurz auf die Knöpfe drücken und sieht ganz danach aus und treiben natürlich den Kurs absolut bergab. Also ich muss jetzt auch weitermachen, nur was anderes vor. Und vergesst nicht, Leute, wenn das zu einer Bankenkrise führt, das kann ganz schnell passieren, holt euch ein bisschen Cash von der Bank. Ich habe dann ein Video gemacht, ja, dass meine Bank, also meine Sparkasse, hat plötzlich die Automaten runter reduziert. Ne? Also du kannst jetzt nur noch 500 Euro abheben. 1000. Und davor waren es 2000. Ja. Die sind da auch sehr, sehr vorsichtig geworden mit dem Ganzen. Naja, also bis zum nächsten Mal und ja, tschüss. Abonniert meinen Kanal. Ja, ich weiß, dass immer so viermal mehr Leute meine Videos teilweise schauen, als den Kanal zu abonnieren. Ich mache halt doch hier ein paar gute Vorhersagen, habe ich ja halt doch gemacht, ne? Obwohl ich so ein kleiner Niemand bin. Ja? Also sollte man vielleicht auch mal meinen Kanal anschauen und dann einfach mal, was, ganz besonders was den DAX betrifft, da habe ich glaube, 7 Jahre lang habe ich mich fast nur mit dem DAX beschäftigt. Ja? Hauptsächlich über diese Plattform hier auch getradet. Also ja, lohnt sich dann einfach mal auch bei dabei zu bleiben und ab und zu mal vorbeizuschauen und einfach mal zu abonnieren und einfach mal auch einen Daumen nach oben zu geben, nicht nur nach unten. Ja, also da draußen, ich finde es so lustig, da draußen gibt es halt so ja, hoch angesehene Börsenexperten, die haben halt zum Beispiel empfohlen, die Allianz zu kaufen. Das war jetzt, halt, ich glaube, 4 Tage her und seitdem ist die Allianz 25% gefallen. Ja. Wenn ich jetzt der Empfehlung gefolgt wäre und hätte Allianz gekauft für 10.000 Euro, ja, dann hätte ich jetzt 2.500 Euro minus gemacht in 4 Tagen. Ja, das holst du so schnell nicht wieder auf. Ja, also
die DAX-Performance über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren ist im Jahr 7 bis 6%, 7 bis 8%. Ja? Also das kannst du dann mal, da kannst du dann mal wieder 4 Jahre warten, bis du allein das, was die letzten 4 Tage, und das ist ja noch nicht vorbei. Also wenn ich mich da draußen als Experte hinstelle und sage, Leute, jetzt ist Zeit zum Einkaufen, sonst das, was seit dieser Woche passiert, ja, was ja sich schon angebahnt hat seit Mitte letzter Woche, ich wiederhole mich, ja, in der ersten Hälfte der letzten Woche habe ich auch ein paar Aktien gekauft, aber da waren wir noch ganz woanders, ja, und da gab es auch noch nicht diese Nachrichten, dass die hier sozusagen, dass sich hier so ein Ölkrieg anbahnt, ja, also gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.